Hast du dich mal gefragt, was Angela Merkel als Ex-Kanzlerin noch so an Ruhegehalt bekommt? Im Monat kommt das auf rund 15.000 Euro. Wie hoch die Altersbezüge von Ex-BundeskanzlerInnen sind, wird im Bundesministergesetz geregelt und hängt unter anderem von der Amtsdauer ab. Bei Merkel waren das 16 Jahre und 16 Tage. Außerdem steht ihr jetzt noch im Abgeordnetenhaus in Berlin ein eigenes Büro zur Verfügung, unter anderem als Anlaufstelle für Anfragen. Geführt wird das von ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann. Neben einer Büroleitung werden auch noch Referentenstellen, Schreib- und Fahrkräfte gestellt. Und als ehemalige Bundeskanzlerin hat Merkel auch weiterhin noch Personenschutz. Was sie heute so in ihrer Freizeit macht, erfährst du in Part 1.